Ja, und letztlich bleibt nur noch ein Bereich übrig, das ist hier vorne das Einfügen. Das heißt, hier hat man nochmal individuell die Möglichkeiten, verschiedene Objekte zu ergänzen, zum Beispiel ein Textfeld. Wenn ich das also hier auswähle und klicke hier beliebig in meinen Diagrammbereich hinein, dann erscheint auch ein solches Textfeld und ich könnte beispielsweise hier eine 2015 ergänzen. Man sieht hier sehr, sehr schön bei dem Textfeld, dass es im Schreibmodus hier eine durchbrochene Randaußenlinie hat. Wenn ich den Rand direkt anklicke, also einfach zum Beispiel zwischen die Ziehpunkte klicken, dann verbindet sich dieser Rand und jetzt kann ich das Feld als Ganzes formatieren. Zum Beispiel, ich könnte hier die Schriftgröße verändern, Fett, Kursiv und so weiter und so fort. Also die ganzen Optionen, die mir hier im Startregister zur Verfügung stehen oder auch hier in den Zeichentools. Die Zeichentools werden immer dann angezeigt, wenn Objekte hinzugefügt werden, also auch Pfeile und solche Dinge. Und das ist sehr, sehr schön, weil letztlich ist dieses Formatregister dasselbe, was mir auch in den Diagrammoptionen zur Verfügung gestellt wird, nämlich im dritten Register. Es ist genau dasselbe und je nachdem, was angezeigt wird, wird hier automatisch der Bereich freigeschaltet, den es betrifft in dem Moment und den ich ändern kann. Also selbe Tools, nur die Farbe ändert sich, dass wir eben wissen, wir sind jetzt aktuell nicht im Diagramm unterwegs, sondern in den Zeichentools. Das kann man hier auch verschieben. Ich verschiebe das hier mal in die obere Ecke und dann hat man hier natürlich auch rechtsbündig und die ganzen Optionen, hier das Ganze entsprechend anzupassen. Gleiches gilt hier im Diagramm für Formen. Das heißt, hier können Sie auf den Formenkatalog zugreifen. Hier könnte man zum Beispiel so einen Pfeil auswählen. Oder nehmen wir mal ein bisschen schmaleren Pfeil. Oder hier so einen zum Beispiel, der geht auch. Könnte man hier schön einfügen in die Mitte. Und auch hier erscheinen wieder die Zeichentools und ich kann sie entsprechend wieder formatieren und Konturen hinzufügen, wegnehmen und so weiter und so fort. Also hier bestehen wieder viele Optionen, die wir hier verändern können. Auch kann man hier wieder die Ränder ändern, stärken und so weiter. Ich nehme den Rahmen mal raus, weil sonst wird mein Pfeil hier zu klein. Das Ganze sähe ja dann so aus. Möchten wir jetzt noch ein Logo ergänzen, beispielsweise, geht das auch in der Gruppe Layout. Hier steht nämlich der Button Grafik zur Verfügung. Und wenn man den anklickt, wird man in seinen Explorer navigiert. Hier können wir zum Beispiel unser Logo auswählen. Ich nehme mal unseres an der Stelle. Über Einfügen wird das dann automatisch positioniert. Und man sieht, es wird hier in der oberen Ecke positioniert. Und ich kann über die Bildtools, das sind pinke Tools, also ein neues Register kommt hier wieder dazu, kann ich zum Beispiel auch die Größe verändern. Am besten bei Bildern immer die Ecken verwenden, damit das Verhältnis nicht zerstört wird. Das Verhältnis zwischen Breite und Höhe, das bleibt dann gleich und dann kann ich das hier an der Stelle verwenden. Jetzt passen die Umsätze nicht mehr so gut. Das heißt, ich kann die einzelnen Felder ein Stück verschieben, je nachdem, so wie es passt. Auch den Pfeil werde ich jetzt an der Stelle noch ein Stück rüberschieben, damit es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Die Objekte an sich, die lassen sich auch ausrichten mit der gedrückten Steuerung-Taste. Moment, ich zeige das mal. 2015 und unser Logo. Das heißt, Sie haben eine Mehrfachauswahl und können auch aneinander ausrichten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt auch sagen, über die Formatregisterkarte ausrichten oben. Dann würden die eben komplett oben angepasst werden. Das passt jetzt nicht zu unserer Ansicht hier. Ich wollte es an der Stelle nur zeigen, dass man da eben auch Tools zur Verfügung gestellt bekommt. Schauen Sie einfach in die Registerkarten mal rein. Hier sind wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Und ansonsten, das Auge sieht ja auch schon einiges, was passt oder nicht passt. Und dann kann man das hier dann natürlich auch logischerweise händisch abändern. Ausnahme von der ganzen Sache ist der Diagrammtitel. Den können wir nicht gemeinsam mit den anderen Objekten anpassen, formatieren, weil der eben zum Diagramm selbst gehört und nicht extra eingefügt worden ist. Das heißt, die Optionen der Ausrichtung beispielsweise, die funktionieren nur im Zusammenhang mit den Objekten, die nachträglich hinzugefügt worden sind. Was jetzt noch auffällt, da oben steht jetzt Summe von bla bla bla, von Umsatz müsste es sein. Ja, genau. Das heißt, hier ist ein Feld noch hinterlegt und zwar das Feld aus unserem Wertebereich. Das sieht jetzt natürlich nicht sehr schick aus. Auch hier unten findet man noch die Filterfelder, also Quartale und Datum, die hier ergänzt sind. Und in diesem Fall gibt es hier ein viertes Register, das nennt sich Analyse. Dort kann man die Feldschaltflächen insgesamt ein- oder ausschalten. Das heißt, hier gibt es Berichtsfilter-Schaltflächen.
Das sind die, die hier oben eingerichtet sind. Achsenfelder-Schaltflächen, das sind die hier sind. Und die Wertfelder-Schaltflächen sind letztlich die, die sich in diesem Bereich hier befinden. Wenn ich die also rausnehme, dann sehen Sie sofort, verschwindet auch das Feld hinter dem Karingo-Logo. Ja, okay. Last but not least, wir haben hier auch die Feldliste, die ist gelb hier hinterlegt. Das heißt, die können Sie auch an der Stelle aus- und einblenden, wenn sie eben stört. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil wenn man hier außerhalb des Bereiches klickt, verschwindet die sowieso. Also wenn sie für eine Sitzung relevant ist, für eine Präsentation etc. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man die Option hat, sobald man draufklickt, auf die Feldliste zuzugreifen. Aber das ist Ihnen überlassen. Die Aktualisierungsoption, die finden wir hier. Haben Sie in Ihren Vertriebsumsätzen beispielsweise Daten ergänzt, dann können Sie statt extra in die Pivot-Tabelle zu wechseln, wenn Sie sowieso im Diagrammbereich arbeiten, können Sie dann einfach hier auf Aktualisieren klicken und alles inklusive Pivot-Tabelle wird auf den neuesten Stand gebracht. Das Löschen-Symbol bewirkt zum Beispiel, wenn Filter eingestellt sind, dass hier direkt alle Filter resettet werden können. Wenn man alle Löschen klickt, verschwinden sämtliche Werte, die man hier in der Feldliste ergänzt hat. Das heißt, ich zeige das einfach mal, wenn man alle Löschen klickt, haben wir ein leeres Diagramm, können also nochmal von vorne anfangen und dieses hier bestücken. Auch logischerweise hängt das direkt mit der Pivot-Tabelle zusammen. Das heißt, auch hier werden sämtliche Werte entfernt. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Optionen an, wie man Diagramme hier aussagekräftig darstellen kann. Ich werde wieder die Ausgangssituation herstellen, das heißt, wir werden wieder die Produkte in die Legendenfelder übertragen. Wir werden den Umsatz als Wertfeld verwenden und das Datum werden wir hier als Achsenfeld verwenden. Man sieht jetzt hier auch ganz schön, dass durch das Resetten, also über das Löschen hier in der Analyseregisterkarte, auch unsere Gruppierung aufgehoben wurde. Das heißt, unser Datum ist hier wieder in der Ursprungsoptik zu sehen. Auch die Formatierung ist hier unten gelöscht. Insofern, wir müssten hier sozusagen tatsächlich nochmal neu starten. Uns interessieren aber jetzt in erster Linie die Umsätze. Das heißt, ich verwende statt dem Datumsfeld einfach wieder unsere Verkäufer und dann haben wir die Ausgangsbasis von, ja, vom Start dieses Moduls. Als Entwurf werde ich jetzt hier einen anderen Diagrammtyp verwenden. Und zwar switchen wir das Ganze mal in eine Linie. Das hatten wir uns noch nicht angeschaut. Ein Liniendiagramm, ich nehme auch das erste, das gestapelte macht jetzt hier weniger Sinn. Einfach, dass man hier die einzelnen Produkte miteinander vergleichen kann. Mit OK bestätige ich das Ganze und dann sieht man sehr schön die einzelnen Auswirkungen. Was wir hier auch machen können, ist, ich switche hier über das Diagramm-Layout 1, das heißt, dass wir das ursprüngliche wiederherstellen und man sieht auch, Excel merkt sich schon einiges, was wir hier vorhin mal eingerichtet haben, das wird auch hier wieder verwendet. Das heißt, wenn man wirklich ganz neu starten will, switcht man einfach nochmal das Diagramm, geht in die Auswertung rein und erstellt es nochmal komplett neu. Ich finde es ganz gut, dass er sich Dinge merkt, weil wir hier dann sofort auf die bereits eingerichteten Formatierungen zurückgreifen können. Okay, mein Pfeil hier oben, den schmeiße ich jetzt mal raus. Das reicht mir hier aus, dass da Umsätze steht. So haben wir wieder ein optisch ansprechendes Diagramm und wir sehen eben hier die einzelnen Ausschläge. Wenn wir jetzt beispielsweise hier noch die Stückzahl hinzufügen, zum Beispiel als Wertfeld, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir haben die Liniendiagramme tatsächlich ergänzt. Man sieht sie aber nicht, weil die Stückzahl natürlich nicht mehr in Tausend da ist, sondern wir haben hier natürlich eine ganz andere Stückzahl hinterlegt. Im Zehnerbereich, ich will gerade mal gucken. Nee, Hunderterbereich haben wir schon. Also das sieht man hier. 534 Stück zum Beispiel bei der Ute Hof. Hier sind sie aber nicht sichtbar. Wie kann man das jetzt gestalten? Man kann jetzt eine sogenannte Sekundärachse aktivieren. Wenn man zum Beispiel auf diese blaue Linie mit der rechten Maustaste klickt, dann kann man hier die Datenreihen formatieren. Hier kann man die Sekundärachse hinzufügen. Das bedeutet, dass hier auf der Seite eine neue Achse hinzugefügt wird. Gleiches kann man dann mit der dunkelblauen oder türkisen Linie hier tun. Das heißt auch hier wieder rechte Maustaste, Datenreihen formatieren, Sekundärachse, okay. Das heißt, diese beiden Werte sind jetzt dieser Achse hier zugeordnet worden. Jetzt fehlen aber immer noch unsere Stückzahlen. Das liegt daran, dass unsere Achse hier drüben immer noch in 1000 dargestellt wird.
Klicke ich also nochmal doppelt auf diese Achse, kann ich wieder hier die automatische Formatierung einfügen. Ich setze jetzt mal alles zurück, dass wir das hier sehen, und kann auch hier auf keine stellen, damit wir hier unsere Stückzahlen automatisch von Excel berechnen lassen. Ich schließe das Ganze und lösche hier den Achsentitel. Der hat sich wahrscheinlich durchs Format hinzugefügt. Den brauchen wir hier an der Stelle nicht. Das heißt, so haben wir sofort wieder sichtbar hier unsere Stückachse und hier unsere Umsatzachse. Das heißt, so können Sie kleine mit großen Werten kombinieren, indem Sie eben die einzelnen Werte den bestimmten Achsen hier zuordnen. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, dass man es auch besser sehen kann. Wir sehen zum Beispiel hier, das sind die Stückzahlen, das heißt, die mit dem Viereck sind die Stückzahlen, und auch hier unten das ganz helle Tisch, Summe von Stück, das ist also diese Linie hier, die wir sehen. Und wir können jetzt sogar den Diagrammtyp an sich ändern. Das heißt, möchten wir zum Beispiel den Umsatz als Balken darstellen und die Stückzahl als Trendlinie, dann würde ich in diesem Fall einfach meine Umsätze auswählen, zum Beispiel diese hier, Diagrammtyp ändern, eine Säule auswählen, zum Beispiel jetzt, und mit OK bestätigen. Gleiches dann logischerweise vom Umsatz für die Tische, das ist diese Linie hier, Diagrammtyp ändern, Säule und mit OK bestätigen. Man sieht jetzt auch hier, dass ich versehentlich nicht Linie, sondern einen anderen Diagrammtyp gewählt habe, weil der hier von diesem abweicht. Deswegen klicke ich einfach diese Reihe hier nochmal an, Diagrammtyp ändern, und da sieht man es auch, also ich habe statt diesen Linientyp hier zu wählen, diesen ausgewählt. Hier sehen wir jetzt auch mal die Unterschiede, also die klassische Linie hat eben keine Schnittpunkte, und je nachdem, was Sie lieber mögen, können Sie dann hier auswählen. Ich nehme jetzt mal hier die normale Linie. Das heißt, so können Sie verschiedene Diagrammtypen auch mixen, auch in Verbindung eben mit verschiedenen Achsen. Jetzt über das Formatregister ist die Formatierung eben auch gegeben. Zum Beispiel, wenn man hier diese Linien einfach in einer anderen Farbe gestalten will, dann klicken Sie die einfach an. Über die Formkontur können wir hier die Linienfarben direkt verändern, zum Beispiel hier in Rot darstellen und die andere in Orange. So habe ich sofort auch in meiner Legende sichtbar, was ist und wie was eingefärbt ist. Hier in diesem Fall bei den Linien gibt es keinen Fülleffekt, weil wir tatsächlich nur eine Linie haben. Bei den Balken sieht das ein bisschen anders aus. Möchte ich die also auch umfärben, klicken Sie die jeweilige Datenreihe hier an und können dann über die Fülleffekte eine andere Farbe hier auswählen, zum Beispiel ein helles Türkis zusammen mit dem dunklen Türkis. Und so kann man das auch viel besser erkennen. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal eine andere Version an. Ich löse die Sekundärachse mal wieder auf. Das heißt, mit der rechten Maustaste auf die Tische, Datenreihen formatieren, Primärachse, schließen. Und dann haben wir noch die Stühle. Hier klicke ich einfach auf dieses Dunkeltürkise, rechte Maustaste, Datenreihen formatieren, Primärachse. Und dann löse ich die in dem Fall wieder auf. Hier sieht man auch jetzt ganz schön, also hier unten ist zwar eine rote Linie, das soll der Stuhl sein, aber das kann man eben nicht erkennen. Also gerade bei diesen Werten einfach darauf achten, dass Sie das hier zum Beispiel in so einer Art kombinieren. Oder aber man geht über ein Flächendiagramm.